Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Die Glossy Box für den Monat Oktober ist bei mir schon angekommen und ja, was sich hier in der Box befindet, das seht ihr jetzt im Video. Und am Ende des Videos gibt es wieder eine kleine Verlosung und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt auf jeden Fall mal in die Box rein. Übrigens, da hinten seht ihr den Glossy Box Adventskalender, den ich für euch auch unboxen werde. Also ich mache das erst nach dem Video. Allerdings, glaube ich, seht ihr das Unboxing schon vorher. Also wenn euch das interessiert, klickt hier oben auf den Info-Button, da kommt ihr zu dem Video. Und ja, wir schauen jetzt auf jeden Fall mal in die Glossy Box rein. Das Thema ist dieses Mal Pyjama Party. Sieht hier so aus. Und als erstes haben wir hier von Lancaster ein Shield and Glow Primer 2 in 1 mit Lichtschutzfaktor 30, schützt vor schädlichen Umwelteinflüssen. Das ist einfach hier so eine Probe. Als nächstes kommen wir hier zu einer Bio-Vegan Skin Food Maske, Bio-Grüntuch-Maske ist das hier. Von denen hatte ich, glaube ich, diese rote Variante schon mal. Da hat mir die Aussparung, glaube ich, für die Augen nicht so gut gefallen. Mal schauen, ob die sich mittlerweile gebessert hat. Von May Beauty haben wir The Incredible Pore Strip with Charcoal. Entfernt auf jeden Fall Mitesser. Okay. Hier haben wir eine Sleeping Capsule von It's Skin Power 10 Formula Good Night. Sowas hier. Und das sieht so aus. Da müssen wir auf jeden Fall gleich mal im Heftchen nachlesen. Sehr, ja, außergewöhnlich, würde ich sagen. Von Caudalie haben wir hier einen Reinigungsschaum drinne. Auch sehr interessant, freue ich mich schon drauf, das auszuprobieren. Von Nutraskin gibt es hier wieder ein Produkt und zwar ist es diesmal eine Super Wear Hardy Foundation. Sieht so aus. Schauen wir mal schnell rein. Also so wie bei den Concealern damals in drei Farben und ich nehme jetzt mal die hellste hier. Also man soll sich hier die Farben noch selber anmischen können. Also ganz im Ernst, ich brauche da nichts anmischen. So sieht jetzt der hellste Farbton aus. Ich habe den jetzt hier mal verblendet. Ja, es geht, aber könnte eine Spur heller sein, finde ich. Und die anderen beiden, mit denen kann ich ja gar nichts anfangen. Und das letzte Produkt haben wir hier von Max Factor. Ein Color Elixir Cushion 015. Sieht so aus. Nude Glory nennt sich die Farbe. Also ich habe den jetzt hier mal aufgetragen. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sehen kann. Also man bekommt hier Farbe raus und wenn man das mit dem Schwammapplikator aufträgt, wird es halt so schier. Aber ansonsten eine wirklich schöne Farbe. Ja, und dadurch, dass es so schier ist, kann man das auf jeden Fall gut im Alltag tragen. Gefällt mir gut. Ja, doch, muss ich sagen, gefällt mir gut. Ja, das war jetzt der Inhalt der Box. Und jetzt schauen wir mal schnell nach dieser Kapsel. Weil das interessiert mich doch jetzt schon. Hier. Also, It's Skin Power 10 Formula Good Night. Habe ich jetzt hier. Und da steht dabei, also die 5 ml hier kosten 4 €. Also eine so eine Maske 4 €.
Der ultimative Schönheitsschlaf kommt jetzt aus der Kapsel. Während du nämlich schläfst, entfalten die hochwirksamen Komponenten der Good Night Sleeping Capsule ihre Wirkung und zaubern über Nacht einen hinreißenden Glow. Die milchig-weiße Emulsion aktiviert den Stoffwechsel deiner Haut und regt die natürliche Regeneration der Hautzellen an. Während das transparente Power Serum deine Haut reichlich Feuchtigkeit spendet und ihr hilft, dieses zu speichern. Fehlen nur noch die Geheimnisse hinter den Codes der Kapseln. GF spendet deiner Haut eine extra Portion Feuchtigkeit und YE revitalisiert die Energie deiner Haut. Also ich habe dieses YE und hier steht dabei, Anwendung, Kapsel öffnen, milchige und transparente Komponenten mit dem Finger mischen, Maske vor dem Zubettgehen auf die gereinigte Gesicht, Dekolleté und den Hals auftragen und am nächsten Morgen mit reichlich Wasser abwaschen. Wichtig nach dem offenen Gebrauch, verbrauchen. Ja, also das ist diese Kapsel, hört sich auf jeden Fall sehr interessant an und ja, werde ich auf jeden Fall testen. Ja, alles in allem eine schöne Box. Ich habe schon Boxen gesehen, da war gar kein kosmetisches Produkt drin, außer dieser Foundation Set. Dieses Foundation Set, ich weiß nicht. Also Nutraskin ist ja immer ziemlich häufig in den Boxen mit dabei und ich muss ehrlich sagen, ich habe bis jetzt noch kein Produkt wirklich überzeugt. Also muss ich ganz ehrlich sagen, die meisten habe ich eigentlich weitergegeben oder halt weggegeben. Also ich habe bis jetzt noch kein Produkt dabei gehabt, wo ich wirklich mir einen Erfolg davon oder einen Erfolg bekommen habe, so muss ich sagen. Ja, deswegen nicht unbedingt mein Fall. Genau, kommen wir zu der Box für euch. Und zwar ist es diese schöne Box hier, die Wolke 7 Box. Eine richtig schöne Box, wie ich finde. Und schauen wir mal rein, was hier drin ist. Und zwar habe ich hier wieder ein Duschgel für euch. Und zwar einmal das Alverde Wie schön du bist. Pflegedusche mit Bio-Verbena und Bio-Grapefruit. Sieht einmal so aus. Dann habe ich hier einmal eine Balea Schönheitsgeheimnisse mit Feuchtigkeitsmaske für die Haare. Von LOV die Guilty Eyes Fan Effect Mascara Waterproof. Die ist auch original verpackt. Von Kneipp Badekristalle Entspannung pur. Das wird auch wieder der Hashtag, den ihr bitte einmal unten in die Kommentare mit einfügt, wenn ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen wollt. Und von Garnier eine Skin Active Maske. Haben wir hier die Hydro Bomb drin, diese Tuchmaske. Die mag ich auch sehr, sehr gerne. Die hat wirklich einen schönen Feuchtigkeitskick für die Haut. Und ja, ich hoffe, euch gefällt der kleine, die kleine Gewinnbox hier. Und wie gesagt, wenn ihr daran teilnehmen wollt, einmal den Hashtag Entspannung pur unten in die Kommentare. Alle weiteren Infos zum Gewinnspiel findet ihr natürlich unten wieder in der Infobox. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Glück und hoffe, ihr freut euch über die kleinen Geschenkboxen hier. Genau. Und ich würde sagen, damit sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch kein Abonnent von meinem Kanal seid, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!